Mein Name ist Heinz Golfenbach. Ich arbeite seit 33 Jahren bei der AWB. Ich bin als Kraftfahrer hier beschäftigt und bin auch sehr zufrieden damit. Mein Arbeitstag beginnt morgens um 7 Uhr. Dann wird das Fahrzeug kontrolliert, eventuell gesäubert. Und dann um 7:15 ungefähr kommt die Besatzung und dann fahren wir raus ins Revier. Und dann wird da richtig molocht. Wir fahren durch die Altstadt von Haus zu Haus im Prinzip und entleeren dort die Mülltonnen bzw. auch die Großraumbehälter. Seit 30 Jahren fahre ich da und mittlerweile werde ich auch per Du angesprochen in der Stadt. In dem Moment, wo wir in die Altstadt kommen und man wird freundlich begrüßt, ist im Prinzip jeden Tag ein super Tag. Also ob es regnet oder nicht, dann fängt der Tag schon gut an, wenn man freundlich begrüßt wird. Müll gibt es immer und solange wir unseren Standard halten, sehe ich für die Zukunft nicht dunkel, sondern rosig. Mein Name ist Michael Spreng, ich bin 38 Jahre alt, bin seit 2008 bei der AWB tätig und bin Kraftwagenfahrer. Die Radfahrer, die mir da entgegenkommen, da gibt es welche, die nicken dann, weil man die dann quasi jede Woche da sieht. Die meisten Leute sind auch sehr positiv eingestellt uns gegenüber. Ab und zu hat man natürlich Leute, die es gerne noch anders gehabt hätten, aber im Großen und Ganzen ist das schon positiv, ja. Also ich bin im Normalfall alleine unterwegs. Wenn es dann mal so ist, dann unterstütze ich meine Kolonne hier und da. Kann natürlich passieren, aber wie gesagt, sonst bin ich immer alleine unterwegs. Was mich stolz macht, ist der Teamgeist. Zum Beispiel an Karneval, wenn man dann auch sieht, was man geleistet hat. Straßen, die halt sehr verschmutzt sind, wenn die dann danach aussehen, als wenn da nie irgendwas passiert wäre. Mein Name ist Daniel May, ich bin 31 Jahre alt, arbeite seit 2009 bei der AWB, zuerst als Mülllader und seit 2012 bin ich auf der Müllumladestation in Marwijk. Ich verwiege die Autos, ich presse den Müll weg, den die Autos abkippen, verlade den Müll mit dem Kran auf die Gleise, auf die Schiene und dann wird das zur Verbrennung gefahren. Also wenn die Elektrik kaputt ist oder ein Näherungsschalter ist einfach kaputt gegangen, macht es Spaß, den Fehler zu suchen und zu reparieren. Die AWB ist ein Riesenvorteil für die Stadt, weil die alles vereinfacht für die Bürger, weil alles aus einer Hand erledigt wird. Man muss nur eine Nummer anrufen und dann wird es erledigt. Also bei der AWB ist eigentlich jeder Tag schön. Ein sehr familienfreundliches Unternehmen, immer abwechslungsreich und immer wieder schön, die Leute zu sehen. Mein Name ist Kevin Friesheim, bin 24 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Berufskraftfahrer und bin seit knapp einem Jahr bei der AWB. Also meine Tätigkeiten sind unterschiedlich. Da ich in der Ausbildung bin, lerne ich noch alles kennen, kann überall mal reinschnuppern, auf allen Betriebshöfen, in allen Abteilungen. Wir sind alle ziemlich loyal, man kann mit denen über alles reden. Und wir sind wie eine riesengroße Familie. Der eine hilft den anderen. Wenn ich abends nach Hause komme, weiß ich, dass ich jeden Tag was Gutes für die Stadt getan habe. Mein Name ist Thomas Mörs. Ich bin 31 Jahre alt und bei der AWB seit dem 1. März 2011. Ich habe etwas anderes gelernt, wollte aber zur AWB wegen der Vielfaltigkeit und wegen der Größe des Betriebs. Also wir reinigen die Straßen, leeren die Papierkörbe, kehren die Parktaschen raus, sodass die Kehrmaschine das aufsaugen kann und arbeiten uns dann strukturiert durch.
Es ist eine schöne Arbeit mit den Kollegen. Es wird also nie langweilig und versüßt die Arbeit. Also stolz an meiner Arbeit macht mich hauptsächlich, dass nach getaner Arbeit man wirklich einen Unterschied sehen kann, wie die Straßen vorher und nachher ausgesehen haben. Und es gibt einem das Gefühl, dass man gebraucht wird und das gut gemacht hat.